Hey meine Hübschen, ich bin momentan sehr am Verzweifeln. Ich habe damals einen Schmuckschrank mit meiner Mutter gebaut. Der sieht so aus. So sieht mein Schmuckschrank aus. Ich habe das damals schon in Ringen und sonst was also so aufgebaut. Ich hoffe, ihr könnt das richtig sehen. Es ist hier ein bisschen dunkel im Flur. Auf jeden Fall nicht so super verarbeitet, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Aber es ist in Ordnung. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Hier waren dann noch so ein paar Ketten. Hier dann meine Armbänder und so. Und die ganze Fläche ist frei, denn ich hatte hier, ich kann euch das ja mal zeigen. So, das habe ich mir damals dazu gebaut. Ich dachte mir, das ist ganz cool. Hier, seht ihr schon? Ich probiere das irgendwie alles zu, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte das mal hier rein. So. Aber es hängt dann und dann irgendwann fällt es ab und nachts erschrecke ich mich dann, weil ich denke, hier hat irgendeiner eingebrochen, obwohl es nur mein Schmuckschrank ist, der nicht klarkommt. Und ja, so war das. Der ist 1,80 ungefähr. An sich eigentlich schön. Ich werde ihn auch behalten und er kommt auch in den Keller. Aber momentan ist der, ich habe einfach keinen, ich weiß nicht wohin damit. Ich weiß wirklich nicht wohin damit. Deswegen werde ich das jetzt so machen. Weil hier alles einfach rausfällt. Ich habe keinen Platz. Ich schaffe es. Ich bin nicht mal in der Lage, wirklich in den Flur zu gehen. Ich vergesse diesen Schrank. Ich vergesse ihn, weil ich meinen Schmuck nicht sehe. Deswegen. Eigentlich super schön, aber irgendwie auch doof. So. Eigentlich ist er ganz schön, nur steht er im Flur. Er steht nicht in meinem Zimmer, denn ich habe in meinem Zimmer keinen Platz. Was ein Problem für mich ist. So, jetzt dachte ich mir, na, wie kriegst du das hin, dass du wieder alles in deinem Zimmer hast, ohne dass du jetzt, weiß ich nicht, alles umräumen musst. Und dann dachte ich mir, dass ich das Projekt Räume deinen Schmuck weg starte. Denn das höre ich immer von meiner Mama. Räume deinen Schmuck weg. Und sie schmeißt es einfach immer in eine Kiste und dann packt sie das in mein Zimmer und ich muss es dann alles so auseinanderwurschteln, weil meine Ketten dann ineinander, miteinander verknotet sind und sich auf einmal ganz doll lieb haben und sich auch nicht mehr trennen möchten. Und deswegen, ja, Projekt räumt den Schmuck weg. Und ich glaube, heute fange ich mit den, also was glaube ich, ich weiß es, ich fange heute mit den Ketten an. Und zwar mit den kleinen Ketten, mit den süßen kleinen Ketten, die ich so habe. Und als nächstes vielleicht die Ringe. Also, um was es genau geht, es geht um etwas, wo die Ketten hin können. Die Ringe, die Uhren, Armbänder und Ohrringe. Das ist das Projekt. 5 Sachen und die müssen verschwinden. Die muss ich irgendwo unterkriegen. Und ich glaube, ihr habt es ja schon in meinem Kleiderschrank-Tag-Video gesehen. Ich habe da ja so eine kleine Kommodenvitrine von Ikea, die in den Packschrank so rein gehört. Also rein, also, naja, dass man das... Es ist ein Element, was man nehmen kann, was man nicht muss. Ich habe es genommen. Und ich glaube, dass ich das als mein Schmuckvitrinen-Schränkchen umbauen werde. So. Und ja, ich würde sagen, fangen wir sofort an. Das, wie ich schon gesagt habe, muss ich irgendwas mit meinem Schmuck tun. Ich habe mir jetzt mal ein paar Skizzen gemacht. Einmal das hier. Das soll für meine Ketten sein. Und ich möchte, dass mein vom Ikea, dieses Vitrinenteil, was auch immer es ist, dass es ungefähr so aussieht. Hier sollen die Ringe hin, hier dann in der Mitte meine Uhren und ich denke, dass da die Ohrringe hin sollen. Ich bin mir noch nicht sicher, es ist nur eine Skizze, aber ich würde jetzt auch gleich mit dem ersten Projekt anfangen. Und zwar... mit den Ketten. Dafür habe ich mir 3 so eine Gläserteile geholt von Depot. Da hat 1,99 Cent gekostet. Gut, 99 Cent hat das gekostet. Und so, dann fangen wir mal an. Ich muss mal jetzt erstmal überlegen, wie ich das überhaupt mache. Vogelsand. So, wenn wir das haben, nehmen wir eine Heißklebepistole. Das zweite Glas stelle ich hier schon mal hin, denn ich denke, das muss ganz schnell gehen.
Schnell, schnell und rauf da. Das gleiche machen wir hier oben dann auch. Sieht doch schon ganz gut aus. Gut, meine Lieben. Also, ich glaube, wir gehen da hier sicherheitshalber noch einmal rum. Weil hier ist der... Seht ihr das? Ja. Hier ist der Sand. Und ich möchte echt nicht... So, ich habe das jetzt schon mal umgedreht. Also es funktioniert, der Sand ist jetzt in der Mitte. So, also ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und zwar habe ich jetzt die Gardinenstange, habe ich schon mal durchlöchert. Ja, die Kamera möchte das irgendwie nicht so wirklich, naja. Gut, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe hier so eine Löcher reingehauen, ganz normal mit dem Hammer. Und da werde ich jetzt Reißzwecken ran. Ups. Machen. So. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, wieso ich das mache. Und zwar mache ich das deswegen, weil ich meine Lieblingsketten einfach nur raufhängen möchte, dass ich sie auch sehe, sodass ich nicht die ganzen Ketten immer abmachen muss, um dann an irgendeine Kette zu gelangen. Ja, so, das haben wir. Jetzt kleben wir das fest. Und zwar machen wir das ganz einfach. Und zwar hier. Einmal. Ein Streifen rauf, hinlegen und so. Und was ich jetzt machen kann, und das finde ich super, ich kann meine kleinen Ketten, die gar nicht so lang sind, kann ich hier einfach super süß aufhängen. So, ich habe was gefunden, und zwar ist das so ein Band. Das sieht super schön aus. Das habe ich von Karstadt, und da kostet der Meter, glaube ich, 70 Cent. Und das werden wir jetzt befestigen. So, heißt hier Pistole. So, also ich werde mir jetzt hier hinten anfangen. Ich habe das jetzt hier schon mal festgeklebt. Werde das hier einmal so drumherum wickeln. Werde So, nachdem ratlos alle vergeben und ich die gleiche Idee hatten, die Gläser weiß anzumalen, dachte ich mir, ich nehme das Video nochmal schnell raus, für die, die es schon mitbekommen haben. Ich hatte das Video schon kurze Zeit drin, aber da waren die Gläser noch durchsichtig, also ganz normal. Da ich keine Lackfarbe zu Hause hatte, ich es aber unbedingt tun wollte, habe ich einfach Acryl genommen. Ganz normal zu malen, wenn ihr das sehen könnt. Und habe es raufgetupft, so wie ihr es gesehen habt. So, ja, also ganz super einfach, schnell gemacht. Und jetzt hängt endlich alles richtig da. Jetzt kann meine Mama, wenn sie so lieb ist und sie eine Kette von mir findet, sie einfach aufhängen. Ist das nicht toll? Der Hammer. So, also ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch. Und wir sehen uns dann zum nächsten Do-It-Yourself-Projekt-Video. Räume deinen Schmuck weg. So, bis dann. Tschüssi.